Good evening, ladies and gentlemen. Here's Fakriro with Sabrina Shu and Mary Kronos. We are having a very international, very great best-selling writer here, Natasha Mirovliev. We are really glad to have you here. It's hell out of early over there in Canada. How are you? Early in the morning. I'm very good. I'm very glad to be here. And I have it 11 o'clock in the morning, so not that early, but still not a nice, comfy evening here. Yeah, let me say, it's really, really early for Sabrina and me, because 11 a.m. is in the morning in our point of view. So, okay, nein, wir haben euch genug erschreckt. Also, Natasha mag in Kanada leben, aber wir müssen dieses Interview nicht auf Englisch führen. Ihr habt also alle Chancen zu verstehen, was wir hier sagen werden. Schön, dass du da bist. Freue mich, hier zu sein. Aber es hat dich nach Kanada verschlagen. Es hat mich vor 15 Jahren nach Kanada verschlagen, ja, das ist richtig. Wie kommt man da drauf, hier einfach das schöne, wunderschöne Deutschland hier im Stich zu lassen für dieses schnöde Kanada mit seinen Bergen, Bäumen, wilden Tieren und wunderschönen Landschaften? Und dem vielen Platz und den wenigen Menschen. Ja, ich wollte eigentlich, kam ich nur zum Reiturlaub hierher für 14 Tage und habe mir dann gedacht, das ist aber verdammt schön, hier möchte ich leben. Und habe dann meine Pläne zur Doktorarbeit geändert, beziehungsweise die abgelegt und bin dann hierher und habe die ersten 6 Jahre hier in den Bergen gekocht und bin mit den Pferden durch die Rocky Mountains geritten. Oh. Das ist so die Kurzversion, ja. Ich bin ja kein besonders kitschiger Mensch, aber das klingt so schön. Mein Fotografin, ich möchte sich direkt durch den Livestream zu dir teleportieren gerade. Ja, also im Moment gerade haben wir Schnee und minus 14 Grad. Also ich würde dir raten, dich da ein bisschen... Naja, ein bisschen, wir haben ja auch Herbst. Ja. Also ich finde schon, kannst du behalten, ne? Die Kälte oder auch den Schnee? Ach, also den Schnee würde ich ja nehmen, aber die minus 14 Grad sind schon ein bisschen eklig. Ja. muss man Schneeanzug anziehen? Nein, aber ich liebe es hier auf meiner Ranch. Ich habe zwei Hunde, 4 Pferde, 5 Katzen so um den Dreh rum und ja, sehr viel Platz um mich rum. Das nächste Dorf ist 12 Kilometer weg. Ja, lässt sich gut leben und schreiben. Das glaube ich das ist mit Sicherheit so. Also ganz ehrlich, auf einer Range leben in Kanada, das ist, als würdest du in deinem eigenen Roman wohnen, oder? Ganz ehrlich. Das stimmt, ja. Als ich das erste Mal hier war zum Reiturlaub, habe ich das Haus, wo ich jetzt drin lebe, gesehen und dachte, ah, wie geil wäre das, irgendwann mal so ein Haus zu haben, nicht unbedingt auszuwandern. Ich wollte nie auswandern. Ich habe nie gedacht, oh, Deutschland ist blöd, ich wandere aus, sondern das hat sich irgendwie dann so ergeben. Und das, nach dem ersten Urlaub hat mich Kanada nicht mehr losgelassen und ich dachte, ich versuch's, gut verliebt in Cowboy, und dann dachte man dreht das Leben auf den Kopf und kommt hierher. Hast du dir denn deinen Cowboy mitgebracht? Hast du dort einen gefunden oder ist dir der Cowboy egal? Den Cowboy habe ich dort gefunden, der ist mittlerweile in eine andere Richtung geritten, aber ich bin immer noch hier. Die Liebe zum Land und zu den Leuten hier und so, die ist geblieben, und ich wollte auch eigentlich nie wieder zurück. Ich habe nie gedacht, naja, ich packe meine Koffer und gehe wieder zurück nach Deutschland. Ja, ich glaube, ja, der Gedanke fällt auch schwer. Du hast eine riesen Ranch, super viele Tiere. Machst du das alles alleine oder gibt es da schon noch irgendwen anders auf dieser Ranch außer dir? Also ich lebe hier alleine, habe sehr gute Nachbarn, die mir helfen, kann aber von Zaun reparieren zu Bäumen wegschleppen, meine Pferde selber füttern mit Traktor, Schnee, Räumen mache ich auch alles selber. Also krass. Kann es selber bewirtschaften. Ich glaube, das sind ungefähr 87 Hektar. die ich habe. und da kommst herum. Du noch zum Schreiben? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Trotzdem da komme ich noch zum Schreiben. Ja, doch, doch. Also Winter ein bisschen besser, weil da gibt es weniger zu tun draußen. Und im Sommer über, ja, man muss sich die Zeit ab und zu stehlen, um nicht draußen eben die Tage zu vergessen. Aber ja, man kommt noch dazu. Aber nur ein Buch pro Jahr.
Also das ist eben das, dass ich, meine Leute mich fragen, warum schreibst du nur ein Buch pro Jahr? Ich habe eine Aber ich Range. sage ja, da, ich hab eine Ranch und ich will auch noch Spaß dabei haben. Müsste ich ein Buch schreiben alle 4 Monate, würde mir, glaube ich, der Spaß verloren gehen. Ja, Spaß ist wichtig und wenn man sich so anhört, wie du lebst, ist es ja auch nicht so schwierig. Auf der anderen Seite sicherlich auch sehr anstrengend, kann ich mir vorstellen. Aber das ist ja echt beeindruckend, wenn du das wirklich auch ohne Personal oder so im Großen und Ganzen da durchziehst. Also echt Respekt. Ja, mit den 4 Pferden, ich meine, die leben sehr rustikal, ohne Stall, ohne, die haben einen Unterstand, wo sie sich unterstellen können, aber es ist weniger zu tun mit den Pferden, als ich mit meinen Pferden hatte in Deutschland. Die brauchten mehr Pflege. Also deutsche Pferde sind verwöhnter als kanadische. Ja, oder die Besitzer meinen, sie müssten sie mehr verwöhnen. Gut, da ist natürlich auch kein Platz. Also wenn meine Pferde auf ihren 87 Hektar hier durch die Gegend laufen, muss ich nicht unbedingt noch reiten. In einem kleinen Paddock in Deutschland, da wollen sie natürlich noch bewegt werden. Meine ist das relativ egal. Deine bewegen sich jetzt von selbst. Die denken sich, ich brauche keinen Menschen, der mir sagt, ich soll jetzt nach links oder rechts gehen. Genau. Die drehen sich um, wenn ich mit dem Halfter komme, so ungefähr her. So, oh, was will die denn jetzt schon wieder? No. Das stimmt. Talk to my hoof, Talk because to my home. I'm not li listening. I don't need you. Ja, nein, und ich habe im Sommer über habe ich 60 Kühe hier, die gehören im Nachbarn und der hilft natürlich auch ein bisschen mit Zäunen reparieren und so. Aber es ist relativ, ich glaube, es ist weniger Arbeit, als Leute sich vorstellen, wenn man einfach, ich bin ja auch den ganzen Tag hier. Also ich bin einmal in der Woche gehe ich raus, wenn ich raus muss, um eben vielleicht Lebensmittel zu kaufen. Aber ansonsten bin ich ein sehr großer Homebody, der wirklich auch mal die ganze Woche niemand sehen muss, außer meine Das Tiere. ist spannend. Also es ist dann wirklich so, dass du da komplett abgeschieden rumhängst, ja? Also Nachbarn ist wahrscheinlich bei dir auch ein relativ dehnbarer Begriff. Die Nachbarn sind so 1,5 Kilometer weg. Also ich kann sie über meine Weide rüber, kann ich sie sehen. Also die sehen, wenn bei mir Licht an ist und die würden auch schon mal anrufen, wenn sie mich nicht sehen oder kein Licht sehen würden oder so. Also Also wenn dein Hof plötzlich in völliger Dunkelheit abends da liegt, dann würden sie sich schon wundern. Wenn du nicht vorher gesagt hast, du machst Party in Germany oder so. genau, oder sag ich bin nicht da. Also das wird, ist eben hier auch so, dass wenn man weg ist oder man geht über Nacht weg irgendwo hin, dann sagt man den Nachbarn Bescheid und der guckt und weiß, es ist niemand da und hat dann auch ein bisschen Auge auf die eigene Farm, ja. Das ist ja auch eine Herausforderung. Ist das denn so, dass du trotzdem noch so für Buchmessen mal eben nach Deutschland kommst dann? Auch dann nur für Buchmessen. Also ich hatte letztes Jahr war ich in Leipzig und in Frankfurt auf der Buchmesse und das sind aber auch mehr oder weniger die einzigen Zeiten außer Familienurlaub dann über Weihnachten. Aber ansonsten ist das die Zeit, wo auch meine Fans mich kennenlernen und sehen können und da versuche ich eben da zu sein, in Deutschland Besuch zu machen. Aber natürlich Lesungen jetzt, dass ich mal kurzfristig eine Lesung anberaume in Deutschland und mal kurz rüberfliege, das ist natürlich nicht der Fall. Haben Sie morgen Abend vielleicht mal einen Moment Zeit, so eine halbe Stunde lesen hier in der Buchhandlung? Ja klar, ich fliege jetzt los. Ja, Moment. Aber Ja. dafür gibt es ja zum Glück auch Portale, wo man das eben dann online machen kann und die Leser mich dann über Social Media auch kennenlernen können, über meine Webseite. Und Fakriro ist wirklich auch eine sehr tolle Plattform, wo man einfach auch sagt, gut, ich bin hier und bin nicht ganz alleine, sondern habe ein tolles Team und eine tolle Familie, eine Buchfamilie. Ich muss kurz einwerfen, ein kleiner Komet ist gerade hineingekometet und meint, Mist, ich habe den Anfang verpasst. Wie weit bist du denn weg? Ja, sehr weit weg, kleiner Komet. Du hast unseren unglaublich genialen satirischen Anfang verpasst. Den musst du nachgucken. Genau. Also Ja. ich weiß, glaube Flugmeilen sind das 3000 noch was Kilometer oder so. Ja, irgendwie so in den Dreh rum. Über den großen Teich. Because Natasha is our very cool, great, awesome, best-selling writer connection to Canada. Yes. Und die durfte natürlich auch bei dieser Fakriro Online nicht fehlen, denn meinem Gastland Kanada, was geplant war, war das ja einfach nur logisch, dass wir eine kanadische Autorin hier haben müssen. Ich finde, es ist perfekt. Also ganz ehrlich, du hättest in diesem Jahr so perfekt auf unsere Messe gepasst. Da wäre ich dann auch mit meinem Cowboy-Hut aufgetaucht. Wir hatten das vorher schon kurz besprochen und ich dachte, über meinen Kopfhörern würde der Cowboy-Hut jetzt ziemlich ja, strange aussehen. Oh no. Aber,
Yes. This would fit perfectly. So, seriously. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich in die Fakiro-Familie aufgenommen worden bin. Also das ist schon sehr cool, weil da wirklich sehr tolle Autorenkollegen auch dabei sind. Also das ist schon ziemlich genial. Und es wird immer cooler und es werden immer tollere Autoren und wir werden immer größer und größer und wachsen. Und niemand kann uns aufhalten und dann werden wir irgendwann die Weltherrschaft an uns reißen und dann kannst du die Filiale sein, die dann die andere Hälfte der Hemisphäre übernimmt. Genau, in meinem kanadischen Königreich werde ich dann wir die Fakiro-Fahne schwingen. Genau, wir würden, denke ich, großzügigerweise dir dann Kanada überlassen. Das ist nett. Nur den englischsprachigen Teil, weil leider bin ich in Französisch sehr... Okay. Sabrina, wir könnten Etienne vielleicht den französischen Teil überlassen. Das ist der einzige Mensch, den ich kenne, der in unserer Bubble ist und der Französisch gut spricht, weil er Franzose ist. Ja, dann haben wir das doch geklärt. Ihr teilt euch dann Kanada auf. Ich meine, die Flagge kann ja fast bleiben. Man könnte ja, aus dem Ahornblatt einfach diesen Drachenkopf rausschneiden an einer Seite. Ja. Und dann habt ihr eben das Ahornblatt mit dem Drachen statt dem Herz mit dem Drachen. Und wer dann Frankreich verwaltet, ne? Das wird doch Etienne wohl noch nebenbei machen können. Der hat ähnliche Schlafverhalten wie Mary Futzel. Und ich. Das geht schon. So ein kleiner Futzel. Und wir wohnen ja direkt daneben. Wenn was ist, kann man ja auch mal löschen helfen. Kriegt man hin, würde ich sagen. Und so eine Flagge natürlich an meinem Ranch, an meiner Ranch, an meinem Ranchgate würde ziemlich cool aussehen, muss ich sagen. Würde mir gefallen. Soll ich dir eine kanadische Fakiro-Flagge designen? Ja! Unbedingt. Ich um bin ehrlich dabei. Zu sein, ich würde das machen, einfach nur, damit du dir wirklich so ein Ding nähen lässt oder drucken lässt das und das so da genial. Aufhängst und ein Foto machst. Einfach nur dafür würde ich es machen. Das wäre richtig. Und keiner natürlich hier, wenn die Leute, die hier vorbeifahren, die wenigen, die Flagge sehen und denken, neues, neue Provinz, new province, independent province. What the fuck is wrong with you? That dragon ate our leaf. Ich würde das sogar auf meinem Truck drauf machen, so schön als Deckel auf meinem Truck. Ich bin auch die Einzige, die mit Deckels und Stickern rumfährt und das wäre schon ziemlich cool. Und die Leute dann sagen, excuse me? What's wrong with you? What happened to our flag? Well, alles möglich. The new emperor. Ja. the princess. Das Fatale an diesem ganzen Stream hier gerade ist, dass in meinem Hirn Deutsch und Englisch unfassbar durcheinander geht gerade und ich das Bedürfnis habe, Sätze Germanisch zu beenden. Ja, das kenne ich. Das lässt mich gerade verzweifeln, weil ich habe ja auch ein paar Freunde da so auch in anderen Ländern und wenn ich mit denen zu viel geredet habe, dann fallen mir tatsächlich wieder deutsche Vokabeln nicht mehr ein. Und jetzt habe ich aber sehr lange nicht mehr Englisch gesprochen, großartig, und deswegen muss ich jetzt ziemlich strugglen, um überhaupt im Englischen zurechtzukommen. Und dann ist es jetzt so, oh mein Gott, ich bin total durcheinander. Das wie lange geht hast mir du auch so. Ist es immer noch so oder ist es inzwischen so, dass du da besser zurechtkommst? Also ich habe am Anfang, ich habe ja in eine kanadische Familie hineingeheiratet, also das Einzige, was ich sprechen konnte, war Englisch, weil da gab es auch keine deutschen Bekannte jetzt hier in der Gegend, also ich musste Englisch sprechen und da ging das relativ flüssig, dass ich wirklich ins Englische reinkam und auch im Englischen bin und da ich aber jetzt ja auch neben dem deutschen Schreiben auch andere Autoren begleite in ihrem Schreiben, sehr viel mit Deutsch zu tun habe. Und wenn ich das so den ganzen Tag mit drei Zoom-Meetings nur Deutsch spreche und dann nachmittags hier im Laden was einkaufen möchte, klingt mein Englisch wirklich sehr komisch. Ich hätte gern drei Eier und, I need three eggs. Ja, und mein Einkaufszettel manchmal ist halb Deutsch, halb Englisch, wenn ich keine Geduld habe, das englische ne? Wort zu denken. Ja, dann wird das ganz wirr. Ja, das ist immer noch so, dass es durchmischt ist. Und denke ich mal, je mehr ich Deutsch spreche, umso mehr fließt dann Deutsch wieder ein. Ja, mein Boyfriend ist dann nicht so amused, weil ich mit ihm oft, also beziehungsweise mich umdrehe, zu ihm was Deutsches sage und nicht weiß, dass ich jetzt mit ihm auch Deutsch gesprochen habe. Und er so, Honey, I love you too, but what did you say? Didn't get it, sorry. my ja, German is not schwierig. The yellow from the egg. Exactly. That's our problem. Little communication problems.
Aber sag mal, du hast ja jetzt eigentlich doch eine ganz gute Ausgangsposition, um dich eigentlich auf dem englischen Markt zu etablieren. Warum hast du dich denn trotzdem für den deutschen entschieden? Der ist ja nun doch minimal kleiner. Also für den Deutschen habe ich mich zunächst entschieden, weil ich denke, meine Buchthemen Cowboy, Wildpferde, Leben in Kanada für den deutschen Leser sehr attraktiv ist, weil deutsche Leser, auch gerade von meinen Bekannten, viele eben von Kanada träumen. Und ich deshalb dachte, da ist der Markt ziemlich groß. Nun denke ich, wenn nächstes Jahr Buch 4 erscheint, werde ich doch mich überreden lassen, die ganze Serie in Englisch zu übersetzen. Und dann auch für den englischen Markt weniger Kanada, weil ich immer denke, die kennen doch das Leben hier. Was sollen die das drüber noch lesen, auf einer Ranch zu Aber leben? es Aber gibt ja auch noch gerade UK und es gibt eben Australien und Neuseeland Australien und eigentlich jedes zweite Land der ist. Welt ist Vergiss nicht irgendwie ähnlich. die USA, also Ach, die vergessen wir lieber. ja, Die sind also ja okay, gleich um die Ecke. die wären gleich um die Ecke, aber ich denke, jede Bevölkerungsgruppe, die von Kanada als Urlaubsland oder als Land der großen Freiheit träumt, wird mit den Büchern auch Spaß haben, wage ich jetzt mal ganz großspurig zu sagen. Und ich denke, deswegen ist schon, dass der englische Markt durchaus interessant sein könnte, ja. Da meine Mutter immer sagt, wenn ich mit ihr irgendwohin auswandern soll, dann nach Kanada, sollte ich ihr wahrscheinlich deine Bücher mal schenken. Ja, da kann man sich nach Kanada träumen. Also das habe ich von ein paar von meinen Leserinnen und Lesern gehört. Bietest du auch so Leserreisen an, dass sie dich eine Woche auf der Range besuchen können oder so? Noch nicht. Habe ich mal angedacht, weil ich hätte da noch so einen kleinen Bauplatz, wo ich noch so eine schöne kleine Hütte hinstellen Ich könnte glaube tatsächlich, für. das käme ja richtig mega. Ich meine, Flug selber organisieren und auf der Range kümmerst du dich dann und es gibt jeden Abend Lesungen. Das wäre schon ziemlich geil, könnte ich mir gut vorstellen. Und flipp, bitteschön, hier ist das Story Bunny. Ja. Lesungen, Lagerfeuer, Lesungen, Pferde. Reitstunde Tagsüber im Mund. mitreiten und mitarbeiten ist doch perfekt. Also. Ja, könnt Zäune reparieren und so, also Working Holiday. Ja. Und dafür eben dann abends am Lagerfeuer sitzen bei minus 14 Grad und Großes Lagerfeuer eben. so eine halbe Range brennt. Ah, Das endlich ist ist es dann warm. eben nicht Work and Travel, das ist dann eben Work and Read. Work and Ja, Read, ja, genau. Ja. stimmt. Work and read, ja. Ja. Je Wenn du mehr mal sie den. am Tag schaffen, desto mehr liest du am Abend vor. Das stimmt, das wäre natürlich eine gute Arbeitsmotivation. Anreiz. Work faster, faster. Ja. Only one more hour for one more chapter. Genau. Wär mal anzudenken, ja. Und am Ende Also gibt ich es habe dann die ich. Bücher nochmal signiert zum Kaufen, natürlich, nicht zu geschenken. Nein, natürlich zum Kaufen. Das ist ein kleiner Verkaufsstand. Aber ich denke, wenn alle, die ich jemals zum Kaffee hier eingeladen habe, auch kommen würden, hätte ich dauernd ein volles Haus. Ich spreche solche Einladungen immer sehr offen aus. Ich wäre die Erste, die das Ticket bucht. Also es Ja, muss, glaube ich, nur Corona durch sein. Coffee is always on. Ja, Ich komme gerade, klar. ich komme aus einem Krisengebiet. Also ich bin aus einem sehr gefährlichen Bundesland in Deutschland. Ich wohne in Berlin. Da, da, da. Ja. Ja, also die kann man nirgends reinlassen. Das tut mir leid. Wir sind leider Ja, nee. eingesperrt. Da Wir lasse ich dürfen nicht mein mehr raus. Gatter zu. Ja. Ja, bei Berliner sind das ja gewöhnt, dass eine Mauer um sie rum ist. Ich wollte es nicht gesagt haben. Ja, so. Also von daher, lad uns nicht ein. Es könnte sein, dass wir eventuell auf die Idee kommen, das umzusetzen. Und dass wir Das dann ist, wenn er mich tatsächlich findet. so eine Woche später mit dir das komplette Konzept auf die Beine gestellt haben, um diese Nummer durchzuziehen. Naja. Ich habe das Gefühl, dass es wirklich. Seien wir realistisch, eigentlich würde uns wahrscheinlich ein Nachmittag reichen. Euch würde wahrscheinlich ein Nachmittag reichen, ja. Ist das jetzt erschreckend oder erfreulich? Naja, Passieren bleibt schon. mehr Zeit zum Reiten übrig. Ja, Sabrina kann reiten. Ich würde hingegen einfach nur da stehen, mich alle paar Minuten ein paar Zentimeter weiter drehen und Fotos machen. Genau, die Fotos. Ja, tolle Fotos sind immer, ja, kann ich immer gut gebrauchen. Weißt du, also Sabrina kümmert sich um die Pferdchen, ich mache Fotos und zwischendurch planen wir das Konzept für die ganze Geschichte. Ja, und ich sitze auf meiner Veranda und schaue runter und trinke Kaffee. Incardia, schönen guten Abend Also übrigens, Kaffee schön, dass du nehme da ich bist. auch. Moment mal, ja? Okay.
Also in Kardia, nur um das klarzustellen, ja, also der Nachmittag, an dem wir das Konzept planen, das ist nur der Grund, damit wir das als Dienstreise deklarieren können. Das heißt nicht, dass wir nur für den Nachmittag bleiben. Wir müssen ja testen, wie das ist, wenn man eine Woche da ist, ob einem da auch nicht langweilig wird. Das stimmt, ja. Und ob dieses Work and Read wirklich so viel Spaß macht. Ja, ich Und ich denke für eine finde, ganze Woche. wir sollten das ganz ausführlich testen, einfach. Unter verschiedenen Ja. Konditionen, immer wieder eine Woche. Das stimmt, ja, unter Einfach verschiedenen mal gucken, ob das. Wetterkonditionen auch. Ja, man muss ja gucken, ob das zu verschiedenen Jahreszeiten funktioniert und so. Ja, Ja. am besten einmal mindestens pro Jahreszeit. Ich habe keine Ahnung, Ja. was ihr plant, aber wenn ihr nach Kanada fliegt, bin ich dabei, sagt April. Geil. Willkommen für ein Flugzeug voll. Ich meine, ein Flugzeug für Fakriro. Panama Travel. Bei Dann Fakriro. möchte ich ein Fakriro-Logo auf dem Flieger. Ah, genau. Ach ja, Kanada hat fast schon das Fakriro-Logo. Nur noch ein bisschen umstellen. Den April, Drachen drauf. April, du weißt, dass das wiederum zu etwas passt, dass wir morgen um 15 Uhr leaken und das Nee, dich sie weiß nicht, betrifft. dass wir was leaken. Ja, aber das, worüber wir jetzt sprechen, wenn man bedenkt, dass wir nach Kanada fliegen, um Worte zu hören, könnte April als einzige der Anwesenden daraus jetzt einen Schluss ziehen, den niemand anders versteht. Da bin ich aber jetzt Ja. neugierig. Ich finde Der muss tatsächlich. morgen um 15 Uhr hier einfach Ja, also quasi reingucken. zu tödlicher Zeit für dich. Ich wollte gerade sagen, 15 Uhr ist so 4 Uhr morgens. Oder, ob ihr habt Zeitumstellung, da ist es vielleicht ein bisschen besser oder auch nicht. 5 Weil Uhr wir stellen morgens. erst nächste Woche unsere Zeit um. Ah, ja gut. Ja. Aber warte, also wir haben eine Stunde mehr bei uns. Was heißt das jetzt für dich? Ich habe es noch nie geschafft. Dass wir Das nach. sind Wir 9 drehen Stunden. zurück. Ja, ihr dreht zurück, also sind wir neu, also seid ihr 9 Stunden ahead of me. Okay. Ja. Also 6 Uhr morgens, ja. Ach, 6 Uhr morgens ist, da bin ich ja eigentlich, also am Sonntag vielleicht nicht wach. Aber ich bin ein Frühaufsteher. Ich bin ein Morgenmensch, der morgens eigentlich auch immer um 5:30. Ich habe es jetzt auf 6, wenn meine Hunde denken, wieso müssen wir im Dunkeln spazieren gehen? Aber ich denke, mit Headlamp ist das möglich. Aber ich habe es jetzt auf 6 Uhr, also ich stehe jeden Morgen um 6 Uhr auf. Siehst du, dann kannst du uns als Frühstücksfernsehen betrachten. Kleiner Stimmt. Komet sagt, sie gibt sich damit zufrieden, uns dann virtuell zu begleiten. April freut sich und verspricht aber nicht zu spoilern. Und Incadia ist irritiert über die Sache mit den Worten und fragt sich, ob das was mit einer Impressumsfolge zu tun hat. Ja, aber das wäre aber, also fürs Impressum stehe ich nicht um 6 Uhr auf am Sonntagmorgen. Nee, Impressum ist ja, Impressum ist bei uns immer dienstags um 18 Uhr. Also das Ja. ist angemessener. Aber ich glaube, es hat nichts mit einer Impressumsfolge zu tun tatsächlich, oder Sabrina? Haben wir das Nee, hat mal. es. Nee, hat, ja, nein, hat es Ja, nicht. ah. Nee, ja, ich meine, wir haben in dieser Sendung, in dem Format namens Impressum, gehen wir alles durch, was irgendwie mit Büchern zu tun hat. An Dienstleistungen, an Services, an PR-Möglichkeiten und sprechen jede Woche über was anderes. Seit des Starts vom Lockdown damals im Frühjahr haben wir das jetzt wirklich, also Ja. wir haben das jetzt 23 auf 24 Folgen, 23 Folgen haben wir jetzt gedreht und es wären mindestens 30. Also bis 30 haben wir das Konzept jetzt bisher. Und das geht dann bis Sehr cool. Weihnachten. Ja, Aber aber. unabhängig von Impressum, du musst nicht morgens um 6 hier sitzen. Du kannst, wenn der Stream zu Ende ist, einfach nachgucken. Genau. Der ist hier auf Das Twitch stimmt. nämlich 2 Wochen verfügbar. Also einfach Sehr cool. Ja, anschalten, richtig. wenn du Ja. aufgestanden bist. Dann hast du leider Gemütlich meinen Kaffee dann hast trinken. du nur nicht diesen oh aha live oh cool Effekt und kannst Stimmt. dann direkt reinschreiben und sagen, ah, das habt ihr gemeint und ich I'm in. Genau. Also, ich will dann ja eigentlich von dir lesen, Ja. I'm in, ne? Also Ja, eben, weil dann wissen alle wieder Bescheid, nur ich nicht. Deswegen kann das gut sein, dass ich doch mal. Ach, könnte auch noch im Bett liegen und kurz mal eben. auf Twitch schalten. Warum Das nicht? ist ja Ja, ein schöner Grund, einfach noch eine Stunde länger hängen zu bleiben da. genau. Ja, das stimmt. Ich hab's mir notiert auf meinem Facebook. digitalen Notezettel. Sehr gut. Das ist Und geschrieben. Incadia war so geistesgegenwärtig, gerade deinen Fakriro Online-Stand mal in den Chat zu posten. Da kann man dann nämlich schauen, Dankeschön. was Natascha so Schönes schreibt. Denn wir laufen jetzt Ja. auf halb zu und haben jetzt fast eine halbe Stunde über dich geschnackt und über verrückte Schreib- und Lese- und Ferien in Kanada. Work-and-Read-Pläne in Kanada. Es wird Zeit, dass du uns erklärst, was du noch mit Kanada gemeinsam hast, nämlich Bücher.
Ich habe Bücher mit Kanada gemeinsam, beziehungsweise Bücher, die Willow Ranch-Reihe spielt in Kanada. Tata, Überraschung. auf einer Ranch in Kanada, auch in meiner Nähe. Also ich lebe in Alberta, im Westen Kanadas. Wir sind also British Columbia, und dann sind wir in der Nähe von den Rocky Mountains. Und ja, habe 2017 das erste Buch rausgebracht, nämlich die Schattenpferde der Rocky Mountains. Tada, ich habe sie Und schon. Guck mal hier. So. sehr schön. Und hatte auch nie geplant, irgendwie eine Reihe draus zu machen. Ich dachte einfach, ich möchte aus meinen Erlebnissen, die ich hier hatte, eben die 6 Jahre, die ich durch die Berge geritten bin mit internationalen Gästen, ich schreibe da mal was. Und dann haben es tatsächlich auch Leute gelesen. Das hatte am Anfang auch noch ein anderes Cover, da haben wir auch schon drüber geschnackt vorher. Und dachte, naja, gut, also wenn wirklich Leser meinen, sie würden gerne mehr von der Willow Ranch-Reihe lesen, habe ich dann 2019 das zweite Buch herausgebracht, nämlich die Schattenkrähe der Rocky Mountains. Und habe dann 2020 dann eben ein Jahr später den Schatten Grizzly rausgebracht. Das ist mein Liebling bis jetzt. Und ja, die Titel kommen daher, dass die Bücher am Anfang mit einem Prolog, der über eine indianische Legende erzählt. Und in dieser Legende kommen die Tiere vor. Und deswegen ziehen sich das Tiermotiv durch alle Titel durch. Und es spielt eben in der Nähe von den Rocky Mountains, die auch sehr viel beschrieben werden. Ritte durch die Rocky Mountains und die Wildnis. Wildpferde sind ein großer Bereich, den ich auch aufdecke. Wir haben hier auch ganz in der Nähe große Wildpferdeherden, die nicht wie die Mustangs sind, sondern eher in den 40ern, 60ern, 60er Jahre von ihren Besitzern freigelassen wurden und sich dann fortgepflanzt haben. Und daher sind das die langen Generationen von unseren Wildpferden, die wir jetzt hier haben. Die sind ziemlich cool zu sehen, vor allem im Mondschein, wenn man dann nachts noch durch die Gegend reitet in der Wildnis, mit den Wölfen im Oh. Hintergrund. Ja. Oh, klingt ja, das klingt schon wieder so romantisch aber auf eine so also nicht so eine kitschige Weise, weißt du? Das ist so auf so eine raue, wilde Weise romantisch. Ja, also es war doch wirklich ein sehr großer Sprung von. Ich habe Religionswissenschaft und Germanistik studiert und meinen Magister gemacht und habe den Plan gehabt, Doktorarbeit zu machen, als Professorin an der Uni zu bleiben, und fiel dann in Kanada in eine Zeltküche und habe für Gäste auf dem Feuer 3 Mahlzeiten gekocht und bin 12 Stunden im Sattel durch die Rocky Mountains geritten. Das war so mein Lebenswandel. Irre, irre. Aber das ist ja interessant. Religionswissenschaften. Als Ja. Theologin, die dann da stattdessen die Kunst und die Literatur gewählt hat, kann ich das sehr gut nachempfinden. Ja, das Scheint war wohl spannend. eindeutig kein Studium zum Dranbleiben zu sein, Der so Punkt fürs ist, Leben. Man studiert es und macht dann was anderes, habe ich das ich Gefühl. glaube, das ist ein Studium, in dem man herausfinden kann, was man will und was man von sich selber erwartet und wo man sehr viel reflektiert. Tatsächlich mehr als in den meisten anderen Studiengängen. Und ich glaube, dass das der Grund dafür ist. Ja, also ich habe vorher einiges anderes gemacht, wie auch Veterinärmedizin angefangen zu studieren, und Journalismus wollte ich machen und Theaterschauspielerin, Klingt und toll, die Mischung. bin dann irgendwie bei Germanistik gelandet und bei Philosophie und dann rübergewandelt zu Religionswissenschaft. Mag mit einem sehr gut aussehenden Professor zu tun gehabt haben, der damals an der Uni doziert hat. Ja, und da bin ich ja hängen geblieben, 7 Jahre lang, und hat auch viel Spaß gemacht. Und was ich jetzt daraus nehme für meine Bücher, ist das wirklich Recherchieren und Sitzen am Computer und Arbeiten und stundenlang Schreiben. Das habe ich bei der Magisterarbeit schon gemacht, und du hast so eine Arbeitsroutine drin. Und die habe ich wohl mitgenommen aus dem Studium, aber mehr auch nicht. Und das Reflektieren und Nachdenken über das Leben und was man im Leben machen sollte und was glücklich macht, das stimmt. Da hat Mary recht. Das hat man wirklich Zeit während dieses Studiums, ja. Inkadia meinte, naja, wenn man die Bibel studiert hat, hat man ja auch sehr viel Vorlagen für Fantasy-Geschichten. Und ich meinte dazu nur definitiv, und man erkennt die Notwendigkeit eines guten Lektorats. Richtig. Genau. Das stimmt. Und da muss man noch nicht mal arg weit lesen, ne, dafür. Nee, da reichen die ersten zwei Kapitel. Da wiederholt sich schon Ja. alles. Das ist wahr, ja.
Lektorat, ja, Lektorat wirklich auch wichtig. Also ich habe eben nach dem ersten Buch das wirklich so, ich bringe mein Buch raus und dann mache ich mein Marketing für, weil ich wusste es damals nicht besser und dachte, irgendjemand wird das Buch schon finden. Da habe ich mich doch etwas gebessert, muss ich sagen, zu Buch 3. Ja, gerade auch in dem Kontrast, als ich eben nach dem Cover gegoogelt habe, der Kontrast vom ehemaligen Cover zum jetzigen Cover, das ist, da liegen schon nicht Welten dazwischen, da liegen schon, weiß ich nicht, Galaxien dazwischen. Und Ja. das ist jetzt schon wirklich ein Hingucker. Im Übrigen wie deine Ja. Autorenwebsite, die man dringend mal besucht haben sollte. Und weil ich jetzt gerade nicht weiß, Schön. ob sich Incardia bereits eingegroovt hat, bin ich einfach mal so frei und schmeiße die in Der den hat doch Chat. schon den Fakriro-Stand und so gepostet. Also Stimmt. sie ist schon voll am Ja. Grooven. Das Natürlich. ist War ja lieb. klar eigentlich. Warum habe ich Zweifel gehabt? Genau. Ich lese den Chat im Moment nicht mit, weil ich nämlich nur mit meinem iPhone verbunden bin. Von wegen, es wurde ja technische Probleme angekündigt. Ich dachte, die umgehe ich, indem ich auf meinem kleinen iPhone alles mache, aber deswegen auch den Chat nicht sehen kann. Aber ich bedanke mich für alle, die auf meinen Seiten umherhüpfen. Und eben auf meiner Webseite sind eben auch die ersten beiden Kapitel, denke ich, aus allen Büchern. Kann man da kurz mal reinlesen und sich neugierig machen lassen über meine Bücher und Und mein Leben in Kanada. diese Bücher zum Reinlesen, die sind sogar so cool animiert. Wenn man da drüber geht, um da reinzulesen, dann klappen die so ein bisschen um so. Very cool. Ich bin ja für so eine Spielerei total zu haben. Ja, wenn mir das einer macht, ich bin ja technisch sehr linkshändig unterwegs, aber meine gute Freundin aus Berlin, Katrin, thanks Katrin, die macht mir meine Webseite und sorgt dafür, dass meine Newsletter cool aussehen und ja, Das bin macht ich sie für die sehr Hilfe gut. dankbar. Lob von einer Berliner Kollegin an eine Berliner Kollegin. Ich werde sie ausrichten. Und April meint, das muss ich jetzt auch mal googeln und stellt jetzt fest, oh ja, das neue Cover ist viel, viel schöner. Und Ja, Encardia das meint, finde ich auch. dass ich ja nur mit dem Link schneller war, weil sie ein Delay hat. Der Punkt ist, Encardia war bisher immer schneller, trotz Delay. Aber ich hatte, das war unfair, ich hatte die Website schon offen, weil ich tatsächlich da vor unserem Interview ja drauf rumgestöbert habe. Das heißt, ich musste nur kurz den Browser aufrufen und die URL kopieren. Das war jetzt auch unfair. Eine kleine Challenge laufen im Hintergrund. Ja, Wer ist ja. schneller? Nein. Wer ist Nein. schneller? Ich weiß, dass Incardia Incardia besser ist ist. die ungeschlagene Königin des Sehr cool. Link-Postens. Die kann man einfach nicht schlagen. Und sie Das war findet jetzt ein alles. Oh. Glücksgriff und das ist wahrscheinlich auch der letzte für die Der nächsten vier letzte ist Wochen. letzte Mal. Ja. Ich gehe stark davon aus, ja. Also wenn Incardia da ist, haben wir keine Chance, irgendwas früher Sehr zu cool. posten. Sie findet auch alles und sie findet auch alles selber. Also Wahnsinn. wenn du also irgendwas im Internet hast, das man nicht zu deinem Namen finden sollte. Okay, ja, nein, also ich bin da wirklich auch ein sehr offenes, eventuell naives Buch, aber es gibt wirklich nichts, was ich auch nicht bereit bin zu erzählen. Also ich denke mal, deswegen habe ich auch meinen richtigen Namen behalten, den keiner aussprechen kann. Und Und das gleich da in wurde mir, zwei Sprachen. und das gleich in zwei Sprachen, die Engländer oder Kanadier können das genauso wenig aussprechen wie die Deutschen, also wir sind alle im selben Boot. Birofljew. Aber weil Mary kann das auf Anhieb, also Mary Ja. musste ich auch nicht sagen, wie, sondern Mary hat das drauf. Ja. Das ist sehr bewundernswert. Mein Boyfriend übt jetzt noch, wie er das aussprechen soll. Aber nein, den Namen, da habe ich auch drum gekämpft, weil es wurde mir angeraten, von vielen Seiten den Namen zu ändern, also ein Pseudonym zu nehmen, weil, wie gesagt, kann keiner aussprechen, klingt auch nicht amerikanisch, ist doch kanadische Bücher. Und diese Bücher sind aber so sehr nahe an meinem Leben und an meinen Erlebnissen und an dem, was mir am Herzen liegt und meiner Liebe zu Kanada, dass ich sage, der Name, auch wenn ihn keiner aussprechen kann, der bleibt. Und deswegen bin ich in meinem Realnamen auf den Büchern als Autorin. Wobei ich sagen muss, dass das Natascha schon auch irgendwie passt, finde ich. Also ich finde, dass der Vorname schon zu diesem Abenteuer und Geheimnis und so, dass das irgendwie dazu passt. Ich kann mir nicht helfen, aber du weißt ja, wie das Ja. so ist, wenn man für Protagonisten Namen sucht. Ich finde schon, dass Natascha Oh, passt zu stimmt. der Story. Aber wer sind Denke denn ich deine auch. Protagonisten? Also wenn es nicht zu autobiografisch ist und sie wirklich Natascha heißt.
Nein, also meine Protagonisten wechseln auch. Also mein erstes Buch beginnt mit Lila und Lee, ein Geschwisterpaar, das eben zurück nach Kanada kommt zur Ranch ihres Vaters, der schwer an Krebs erkrankt ist und sie sich mit ihm versöhnen wollen nach 14 Jahren. Und das natürlich sehr viel mit sich bringt mit der Heimat finden, zurück in Kanada und ihre Wurzeln entdecken. Und in dem Schattenkrähe muss ich mal nachgucken, ist eine Weile her. Sind Lila und Chuck die Protagonisten? Chuck als Freund der Familie und Lila, die ihre Abenteuer durchmachen und ihre neuen Lieben finden oder die alte Liebe leider zerbrochen geht. Happy Ends gibt es für mich immer nicht für alle Protagonisten. Und im Schattengrizzly habe ich drei Protagonisten, nämlich den Lone Feather Jones, mein Cree-Indianer, meine große Liebe, also nicht im realen Leben, sondern als Autorin. Und Lee ist wiederum im dritten Band und zusammen mit Lee, also Lee und Lila und Lone Feather Jones sind im dritten Band meine Helden, Das die ihre Abenteuer durchmachen. Du hast eine Schwäche für Charaktere mit L, oder? Das denke ich auch gerade, stimmt. Ja, um da so einen Stream reinzubringen. Während im vierten Band jetzt, da habe ich Rosie, Cody und Woodwind, also keine Das geht so L-Namen, siehst nicht. du? Du musst noch mal Also, jemanden. das musst du gleich noch mal Also, du ändern, ja, musst da geh wirklich. noch mal in dich. Also, mindestens ein Zweitname mit L muss bei einem noch her. Das geht so nicht. Du, das kann. Also, Ah, Rosie hat einen Nachnamen, Rosie LaForge. LaForge ist, da ist das L. ist ja, ach, nochmal Glück gehabt, Gott. Ich habe gedacht, ich muss das ganze Skript umwerfen jetzt. Aber das kann doch nicht sein. Du kannst doch nicht einfach das L weglassen jetzt. Ist mir noch nie aufgefallen, Mary. Siehst du, so ist man betriebsblind. Okay. Ja, alle mit L sind, ja. Ich habe tatsächlich neulich mal bei meinen Büchern gedacht, okay, du brauchst noch ein paar Namen. Ich sammle auch immer, wenn ich irgendwo einen schönen Namen höre, sammle ich die einfach in einem Dokument. Und dann fiel mir auf, nee, du hast so viele Namen mit dem Anfangsbuchstaben. Du brauchst jetzt mal was gezielt aus einer anderen Ecke des Alphabets und, und versuchst einfach zu mischen. Deswegen dachte ich Das jetzt so, stimmt. L, 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 L. Aber die Namen notieren ist wirklich gut, wenn man denkt, dass da fällt einem sicher was ein und prompt denkt man, ist man total blind und weiß überhaupt keine Namen mehr. Und ich schreibe mir das auch auf. Also gerade ich höre auch sehr viel eben Country-Musik, die mich hier verfolgt und da auch eben die tollen Country- und kanadische Namen kommen und die schreibe ich mir auch auf. Ansonsten sind sie, wenn ich sie brauche, nicht mehr in meinem Kopf. Komischerweise. Tragisch. Ja. Schicksal. April vermisst Rotbier. Rootbeer. Rootbeer finde ich ja eigentlich, muss ich sagen, total eklig. Und also ich bin kein Rootbeer-Fan. Kenne ich auch eigentlich aus Amerika. Hier gibt es das natürlich auch. Aber soll ich dir Rootbeer in Buch 4 reinschreiben? Ich habe schon so viel für meine Fans in Buch 4 drin. Die durften sich ja auch einen Nebencharakter aussuchen, der drin sein soll und auch was die Nebencharakter, was er erleben soll. Also ich kann auch gerne Rootbeer in Schattenkrähe habe ich einen deutschen Gin reingeschrieben, weil ich eine Wette verloren habe mit einem Klassenkameraden. Oh, darf Fakriro sich was reinwünschen? Was möchte Fagriro sich denn reinwünschen? Ich Noch war. ist die Story relativ offen. Ich habe mir noch nicht entschieden, aber. Also es eine Kleinigkeit, ihr könnt euch, also was Essenstechnisches, Trinktechnisches oder ja, also ein Tier könnt ihr euch reinwünschen. Ich bin da sehr locker in meiner, ich schaffe das dann. Ich habe Ziegen drin, Ziegen wurden gewünscht im Buch 4. Ich weiß nicht, wie die Ziegen da reinkamen, aber ich habe jetzt Ziegen. Und das, dann spannende Recherchen über Ziegenhaltung habe ich auch schon hinter mir. Also. April sagt, es ist total eklig. Aber im ersten Buch war Rootbier drin. Da habe ich mich schon total drauf gefreut. Ach stimmt, ich hatte auch Rootbeer-Lollis, glaube ich, auf der Leipziger Buchmesse, als ich auf der Leipziger Buchmesse war letztes Jahr, da hatte ich auch so kleine Rootbeer-Geschmacks-Candies. Also, manche Leute lieben das. Auch hier lieben es sehr viele Leute. Ich bin kein Fan. April hat vorgeschlagen, wir sollen uns einen Drachen wünschen, aber ich glaube, das erschwert dann doch das Storytelling immens. Naja gut, wenn es kein echter Drache ist, dann kann ich auch einem meiner Akteure einen Drachen als Stofftier geben. Also. Zum Beispiel, oder irgend so eine Drachenbrandmalerei auf so einem Sattel. Aha! Ah, ja.
Also wenn Pferde gibt's ja. also ein Ja, also. Fakiro-Drachen, der in deinem vierten Teil vorkommt. Und wenn der dann noch rechtzeitig vor Fakiro draußen ist, nächstes Jahr. Also vor Frankfurt. Und dann können wir Oh ja, sagen, also dieses das Buch Buch, kommt da im sind wir Mai dran raus. schuld. Ja. Das enthält Fakriro, das müsst ihr unbedingt kaufen. Ja, das ist doch cool. Als Sattel, das finde ich ja, ich finde ja auch die Western-Sättel sehr cool, rein aus dem, dass wirklich auch sehr viele Ranchen und eigene Rodeo-Reiter ihr eigenes Motiv auf den Sattel brennen oder sticken lassen und so, ja, als Sattelbrandzeichen. Finde ich ja cool. Habe ich hier mir jetzt mal wiederum notiert. Werde es euch wissen lassen. Dann Macht für mich die Sache ja auch spannend. das Pferd kann ja auch irgendwas mit Dragon im Namen dann tragen, damit das Brandzeichen Sinn ergibt. Ja. Wenn die Pferde nicht schon alle benannt sind, die Dragon vorkommen. Soul. Dragon Soul zum Beispiel. Ja. Ah, stimmt. Also ich werde mir da was überlegen. Es ist ja so, dass ich wirklich meine Bücher sehr genau vorausplane. Also habe auch einen Szenenplan. Aber wiederum dann sowas kommt, wo ich denke, wie geil. Das will ich jetzt rein. Und dann baue ich mir das eben rein. Also ich hatte auch eine Szene drin in, ich glaube, das war im Schatten Grizzly, die mir in dem Videoclip so gut gefallen hat. Die war aber noch gar nicht im Buch drin. Und dann habe ich die halt noch schnell ins Buch reingeschrieben. Ja, das kommt mir bekannt vor, So. solche Nummern. Ja, ne? Ja. Aber wenn du für die Frankfurter Buchmesse dann kommen solltest into Germany, dann Wenn die müsstest du auch stattfindet, bin diese ich da. Stelle, dann müsstest du auch die passende Szene vorlesen, ne? Dann, also. Ja. Ich freue Mache mich ich schon dann. Also drauf, ich. das anzumoderieren. Sehr cool. Ja, doch, geil. Man soll doch immer was haben, auf das man sich freuen kann. Ich finde, das ist jetzt was, worauf ich Immer. mich quasi ein Jahr lang freuen kann. Das ist. Und Aha. dann wird die Messe Ja. abgesagt. Dann machen wir was anderes Geiles raus. Fakriro Online. Genau. Irgendwie, ich schicke Oder euch wir machen dann dann die Sache das Brandzeichen ein. mit dem Ja. Work and Read, machen wir dann. Weißt du, das ist ja wie mit dem Berg und dem Propheten. Weißt du, wenn du nicht hierher kommen kannst, dann reisen wir einfach kollektiv nach Kanada und machen da statt einer Buchmesse eine Lesekon. Ja, eben. Oh, vor toller Kulisse. Mein. Ja, und wir chartern einfach kollektiv einen Flieger. Ja. Und dann ist nur Fakriro in dem Flugzeug. Und Genau, und jeder Autor bringt seine Bücher mit und die einer liest immer und der Rest arbeitet. genau. Ja, sehr cool. Und einer hält das Lagerfeuer am Gehen. Also, ja. Immer so reinstochern. Genau. Genau. Das schön brennt. Deal. Deal. Meine Sehr einzige cool. Sorge ist, dass du vorhin erzählt hast, dass es im Moment wie viel? Nur 14 Minus Grad minus sind. 14. Also es wärmt sich heute zu minus 9 auf. Man kann aber auch noch einen schönen Oktober haben. Also ich meine minus 14. Wir haben im Januar aber zum wahrscheinlich wieder minus 30. Also von dem her. Ist regelrecht warm, ne? Also du überlegst, ob du heute Socken Ja, anziehst. eigentlich. Also vielleicht kommen Ungefähr, wir dann ja. doch früher im Jahr. Irgendwie klingt das so. Einfach ein größeres Lagerfeuer machen oder an meinem Holzofen sitzen im Haus. Man kann auch im Ranchhaus sitzen. Am Holzofen in der Range sitzen und draußen ist es kalt Ja. und zugig und oh. Und es schneit. Es ist wirklich sehr gemütlich, muss ich sagen. Ich bin auch ein Winterfan. Gut, wenn man kein Winterfan ist, sollte man nicht nach Kanada ziehen, zumindest nicht in meine Gegend, weil der kann dauern bis Mai. Aber ist sehr gemütlich. Ich Ja. sehe eine Herde von Plottpferden dahin galoppieren. Das sind schon keine Plottbunnies mehr, das sind Plottpferde. Ja, das stimmt. Es April geht meint. die, ja. Nee. April meint, bei mir sind schon so viele Bücher auf Ranches und Bauernhöfen entstanden, die nichts damit zu tun haben. Und dass es ja gut ist, dass es Masken gibt, die wärmen so schön. Ist auch wieder wahr. Ja. Extra Plüschmasken. Aber es ist fast, wie ich es geahnt habe, es macht so viel Spaß, mit dir über dich und über Kanada zu reden, dass wir ständig von deinen Büchern abkommen und jetzt ist schon 45 durch und das ist krass. Das ging so schnell. Ja, ja. Aber wisst ihr was? Wir machen das jetzt ganz einfach.
Natascha liest uns was aus Band 1 vor und ihr schmeißt uns einfach irgendeine Seitenzahl hin und ab da muss Natascha hören, lesen. Hören, Entschuldigung. krass. Sehr gern. Ja, Incardia, du hast genau quasi timingmäßig bei uns bist du hier gerade aufgeploppt mit. Wir wollen aber noch was aus den Büchern hören. Also ja, ihr entscheidet die Seitenzahlen. Seite 52. 52. Seite 52? Okay, Mhm. Moment. Also, Seite 52. April sagt Band 2. Nee, nee, Band 1. Wir Band wollen ja nicht 1, gehen wir spoilern, schon. oder? Genau. Ja, also mir ist das ganz egal. Ich lese auch sehr gerne aus. Ich habe schon lange nicht mehr in meinen Schattenpferden geblättert. Also ich bin bereit. Es ist irgendwie mitten in einer Szene. Moment, ich werde euch mal hier. Also, wie gesagt, Schattenpferde, Lee und Lila kehren nach 14 Jahren nach Kanada zurück. Ihr Vater ist unheilbar krank und sie stoßen nicht wirklich auf die väterliche Wiedersehensfreude. Aber während die väterliche Wiedersehensfreude ausbleibt, strömt die Magie der Rocky Mountains auf die Geschwister ein. Neue Liebesbeziehungen bringen ihre Herzen in Aufruhr und die Wildnis Kanadas stellt sie auf die Probe. Als die Ranch in Gefahr gerät und ein Geheimnis neu geknüpfte Familienbande zu zerreißen droht, sind Lila und Lee bereit, alles zu riskieren, um die Willow Ranch wieder zu ihrem Zuhause zu machen. Wir steigen ein auf Seite 52, mittendrin. Okay, gucke ich mal, dass ihr auch Müssen wir was wisst, wissen vorher? wer hier spricht. Bei Seite 52 eigentlich noch nicht. Ich gucke nur, dass ihr auch wisst, wer hier spricht. Okay, fangen wir an bei der untersten Zeile, Seite 51. Lee hörte ihr nur mit halbem Ohr zu. Er dachte noch immer an Kyles mysteriöses Angebot, das ihn zwangsläufig zu der Frage führte, ob die offenen Tierarztrechnungen tatsächlich ein Versehen gewesen war. Unruhe ergriff ihn und er wollte raus aus der Stadt, in der nur auf den ersten Blick alles wie früher war. Ich denke, wir fahren besser, sagte er. Nick wartet sicher auf die Medikamente. Er bezahlte und sie machten sich auf den Weg. Während der Rückfahrt sprachen sie kaum miteinander. Die Felder zogen vorbei und in der Ferne war noch Schnee auf den Bergen zu sehen. Lee gingen Kyles Worte einfach nicht aus dem Kopf. Auf was hatte der Rancher angespielt? Er konnte sich nicht vorstellen, dass sein Vater mit Browers Geschäfte machen würde, egal welche Art. Kaum hatte die den Wagen vor dem Haus geparkt, kam Nick ihm entgegen. Hast du alles beim Doc bekommen? Ja, hier, er reichte ihm die Medikamente. Nick begutachtete die drei Fläschchen in seiner Hand. Habt euch ja ganz schön Zeit gelassen. Sorry, aber du hast nicht gesagt, dass es eilig ist. Naja, passt schon. Danke auch, ich muss wieder an die Arbeit. Dein Vater ist im Haus. Kannst du ihm sagen, dass ich bei den Stuten bin? Der Ranchhelfer wandte sich ab und ging über den Hof davon, während Lee und Lila ins Haus gingen. Sie hatten die Tür gerade hinter sich geschlossen, als sie die Stimme ihres Vaters aus der Küche vernahmen. Hallo? Ach, du bist es, Jean. Wo zum Teufel steckst du? Lee und seine Schwester zogen Schuhe und Jacken aus und gingen in die Küche. Darcy war ihnen nur einen kurzen Blick zu, bevor er seine Aufmerksamkeit wieder dem Telefon zuwandte. Ich verstehe nicht, warum du der hilfst, Jean. Sie ist doch selbst schuld daran, dass sie knietief in der Scheiße steckt. Hätte ihren Mann eben nicht verlassen sollen. Er hörte einen Augenblick zu und polterte plötzlich los. Hättest du das wenigstens vorher planen können? Wer kocht jetzt das Abendessen? Lee hörte, wie seine Tante auf Darcy einredete, woraufhin dessen Miene noch dunkler wurde. Sollen wir uns jetzt zu allem Übel auch noch vergiften lassen? Sagte Darcy. Dann reichte er das Telefon abrupt Lila. Sie nahm den Hörer und setzte sich an den Tisch. Wenig später griff sie nach einem Notizblock, der auf dem Fenstersims lag, und begann zu schreiben. Das Gespräch kann dauern, murrte sein Vater, verließ die Küche und ging zu seinem Büro. Unwillkürlich folgte Lee ihm. Nick lässt ausrichten, dass er bei den Stuten ist. Als sein Vater nur mit einem Murren reagierte, fragte Lee: Haben die Jensens einen der Hengste gekauft? Darcy blieb vor seiner geöffneten Bürotür stehen und wandte sich um. Ha, sie wollten zwei für den Preis von einem. Ich lasse mich doch nicht über den Tisch ziehen. Also hast du ihnen nur eines der Pferde verkauft? Wer mir ein so respektloses Abendangebot macht, der bekommt überhaupt kein Pferd mit dem Brandzeichen der Willow Ranch. Aber man hätte doch wenigstens. Darcy machte eine wegwerfende Handbewegung, wandte sich ab und die Tür des Büros schloss sich mit einem dumpfen Knall. Lee stand im Flur und starrte auf die Tür, die ebenso eine Betonmauer hätte sein können. Du hast mich damals einfach abgeschoben und jetzt tust du es erneut, dachte Lee und spürte die vertraute Wut. Was muss ich tun, damit du mir eine Chance gibst, wieder dein Sohn zu sein? Er atmete tief durch. Hinter ihm ging die Küchentür auf und riss ihn aus seinen Gedanken. Er drehte sich um. Lila winkte ihm zu.
Ich mache Lasagne heute, sagt sie fröhlich, und ich wette mit dir, dass keiner hier je so etwas Gutes gegessen hat. Er musste unwillkürlich lachen. Na, da bin ich mal gespannt. Dad wird Augen machen. Soll ich dir helfen? Quatsch, ich schaff das schon, sagte Laila. Essen gibt's 7. Lee nickte und ging hinauf in sein Zimmer. Wenn sein Vater ihm nicht über die Geschäfte der Ranch erzählen wollte, dann würde er es selbst nachforschen, dachte er und schaltete seinen Laptop ein. Er wollte im Internet nachschauen, ob die Villa Ranch in den Registern der großen Pferdeauktionen der letzten Jahre gelistet war. Sein Vater hatte als Züchter damals auf diese Veranstaltungen mit seinen Hengsten viele Erfolge gefeiert und die Blutlinie seiner Pferde war bei Kennern sehr begehrt. Zu seinem Erstaunen fand er nur 2 Auktionen, auf denen die Villa Ranch teilgenommen hatte. Zudem stellte er fest, dass seit seinem Weggang vor 14 Jahren kein Hengst mehr als Zuchthengst der Ranch Erfolge gefeiert hatte. Lee grübelte über die möglichen Gründe nach. Nach einer Weile seufzte er, rieb sich die brennenden Augen und klappte den Laptop zu. Die späte Nachmittagssonne schien in sein Zimmer und er beschloss, vor dem Abendessen einen Spaziergang zu machen. Später am Küchentisch beäugte Lee das Stück Lasagne auf seinem Teller misstrauisch. Die Ecken waren verbrannt, während die untersten Nudelschichten nicht durchgekocht waren. Er warf einen Blick auf Nick und John, die ebenfalls am Tisch saßen und das Essen nicht anrührten. Tut mir leid, der Ofen wollte erst nicht warm werden, dann habe ich ihn wohl zu hoch eingestellt und während des Telefongesprächs mit einer Studienkollegin in Deutschland habe ich die Zeit vergessen, erklärte Laila. Gibt es Probleme mit dem Urlaubssemester, das du eingereicht hast? Fragte Lee. Nicht direkt. Und indirekt? Jetzt rück schon raus. Das Essen ist ungenießbar, fiel Darcy Lee grollend ins Wort. Eine Schande, wenn eine junge Frau nicht kochen kann und ihre Zeit an der Universität verplempert. Naja, deine Mutter konnte dir in keiner Hinsicht viel beibringen. Lee erkannte in den Augen seiner Schwester, wie sehr die Worte sie verletzten. Aber ihm ging auch die Veränderung nicht, die Verärgerung nicht, die dahinter flackerte. Das kann jedem passieren. Dafür gibt's Brownies zum Nachtisch. Die schmecken auf jeden Fall. Das erspare ich mir lieber, sagte Darcy. Und ging zur Tür. Bevor er die Küche verließ, wandte er sich zu John. Falls sich Browers, der Halsabschneider, nochmal meldet, sag ihm, dass ich ihm nicht mal eine Schubkarre verkaufen würde. Er kann sich mit seinem schmutzigen Geld den Arsch abwischen. Lee schluckte. Kyle hatte seinem Vater also tatsächlich ein Kaufangebot gemacht. Und Dad hat es abgelehnt, dachte er und wunderte sich, welche Erleichterung das in ihm auslöste. Er wurde sich bewusst, wie sehr er sich noch mit der Ranch verbunden fühlte und wusste nicht, wie er mit diesen Gefühlen umgehen sollte. Sorry, aber die Lasagne war echt ungenießbar, sagte Nick in die Stille hinein, stand auf und warf die Reste von seinem Teller in den Abfalleimer. Mit einem schiefen Grinsen beäugte er die Brownies. Die sehen aber lecker aus. Auch John war aufgestanden und beide Ranch-Helfer nahmen sich eines der süßen Teilchen und verabschiedeten sich für den Abend. Kaum hatten sie die Küche verlassen, wandte Laila sich an Lee. Dad nutzt wirklich jede Gelegenheit, um über Mama herzuziehen. Er ist ein verbitterter, kranker alter Mann, erwiderte Lee. Das entschuldigt auch nicht alles, erwiderte Laila. Ich weiß nicht, was zwischen ihm und Mama damals passiert ist, aber ich bin nicht sie und er hat keinen Grund, mich so schlecht zu behandeln. Er stimmte ihr zu, wusste jedoch nicht, was er dazu sagen sollte und wechselte das Thema. Gibt es nun Probleme mit deinem Studium? Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich Kunstwissenschaft das Richtige für mich ist. Außerdem will ich endlich eine eigene Bleibe. Solange du in Hannover studierst, wird Mama dich nicht ausziehen lassen. Ihre Wohnung liegt einfach zu nah an der Uni. Laila nickte, sagte aber nichts. So räumten sie schweigend auf und gingen dann die Treppe hoch zu ihrem Zimmer. Gute Nacht, Laila. Wird sicher besser als der blöde Abend, erwiderte sie und ging den Gang hinunter. Laila schaute ihr nachdenklich hinterher. Er konnte ihre Enttäuschung verstehen. Auch er konnte sich keinen Reim auf die ablehnende Haltung ihres Vaters machen und hoffte, Laila würde sich von diesen schlechten Laune nicht vertreiben lassen. No. Das war Ende, also jetzt kommt Kapitel 4. Du hast dich in jedem Fall nicht vertreiben lassen. Ich habe mich auf jeden Fall nicht vertreiben lassen, ja, und wurde auch ein bisschen netter begrüßt als Laila. Das will ich hoffen, ja, ganz ehrlich. Auf jeden Fall. Aber es war eine schöne Stelle und man konnte sich schön so ein bisschen in deine Welt hineinträumen. Und das hat ja ganz gut geklappt eigentlich, ne, mit dem einfach eine Seite sagen. Das kann man natürlich ja auch mit jedem Buch machen. Nein, also ich denke, beim Krimi oder beim Thriller oder auch manche Fantasy, wo man dann gleich in den größten Kampf reingeworfen wird, ja, da ist dann zwar nicht viel, aber kommt doch ein Gefühl, ob einem die Erzählweise gefällt, denke ich mal. Ja, das schon, aber wenn man dabei dann spoilert, also ich sag mal, das ist nichts, was man so spontan machen sollte, da wäre es dann ganz gut, wenn der Autor ja vorher weiß, dass da was Böses kommt. Das stimmt, oder sich Stellen markiert oder sieht, okay, das geht nicht, sucht euch was anderes aus, so ungefähr, genau. Ja, auf jeden Fall. Ja, Inkadia sagt auch, aber es war eine sehr interessante Stelle.
Ich habe ja auch bewusst etwas relativ Frühes genommen. Das war sehr gut, ja, Ja. genau. So die frühen, die ersten 100 Seiten, einige mal da. Also meine Bücher haben ungefähr 450 Seiten. Da kann man unter den ersten 100 Seiten gut etwas auswählen. Ach, meine Armen. Ah, es tut mir leid. Das ist alles die Kein Problem. Zeitumstellung, die erst kommt. Beziehungsweise wir haben uns einfach an dich angepasst. Ja, und bei dir ist ja Ja. jetzt gerade erst mittags. Bei mir wurde Und es jetzt gerade nachmittags, ja, ich bin noch ganz gelassen hier. wir würden jetzt erst aufstehen, wenn wir jetzt bei dir wären, langsam. Und dementsprechend wollen wir jetzt so. Nein, Das es ist stimmt. auch einfach, es waren recht viele Streams und ich habe ein recht kleines Büro und ich habe dazwischen nicht gelüftet und ich glaube, die Luft hier drin ist langsam, also ist ja Ja. ein bisschen stickig. Ja, und ich war natürlich vorher noch beim Hundespaziergang, also ich bin voll mit frischer Luft. Und deswegen, ja, geht bei mir die Energie noch nicht aus, aber ich kann euch voll verstehen, das ist ein Marathon, habt ihr Wie hingelegt. ist denn. Aber ich glaube auch, du hast generell viel mehr frische Luft zur Verfügung als Mary mitten in Berlin. Ach, das stimmt. Ich möchte betonen, dass ich in Berlin-Köpenick wohne. Und ich Okay. möchte sagen, dass es selbst, dass es trotzdem eine Großstadt ist, auch wenn für Großstadtgrün, aber es ist halt nicht Kanada. Das ist fucking nicht Nein. Kanada. Aber Und man kann, ihr könnt wohl nicht eine Stunde spazieren gehen und keinen Menschen treffen. Ich kann nein. das um. Sehr gut. Ich Das ist hier glaube, schlicht Mary nicht kommt da möglich. nicht mal die Straße runter. Selten. Ohne erkannt zu werden. Na, Ja, Mary? ja, ja. Oh, die Pro Presse an jeder Ecke, an jeder Ecke warten die. Nee, aber Berlin, also Köpenick hat echt schöne Ecken. Also wir sind quasi das Kanada innerhalb von Berlin, ne? Also wir haben Ja. Seen, Flüsse, Wälder, Parks. Schön. Ja. Ja, ich kenne Berlin und außenrum Berlin doch auch ein bisschen und das ist wirklich sehr schön. Also, kann ich bestätigen. Aber Besuche ich gerne. ja, ich bin dafür. Und im Gegenzug würde ich dich dann großzügig, wie ich bin, auch mal besuchen. Das wäre natürlich, ja, quid pro quo. Nein, aber wirklich, also Kanada ist eine Reise wert. Und offenbar ja auch ein Leben. Ist auf jeden Fall auch ein Leben wert. Wenn man, wie mein Bruder hier schön sagt, es ist schon schön, aber sehr einsam, das ist wahr, ja. Also auch wenn mal minus 30 oder mehr eingeschneit werden, dann geht man eben mal nicht weg. Also ich hatte vorher ja auch gesagt, dass ich einmal in der Woche das Haus verlasse, also auch kein Problem habe, mal mehrere Tage niemanden zu sehen. Ja, die Einsamkeit muss man lieben. Die Kunst der Einsamkeit habe ich hier gelernt. Sich selbst zu genügen. Ja, Ich vollkommen. glaube, Also durch. das ist tatsächlich schwierig einfach für sehr viele Menschen inzwischen. Es ist eben so, dass man sich selber mögen muss. Ich denke, wenn man sich selber nicht mag und sein Leben nicht mag und dann auch noch alleine in einem Ranchhaus rumhängt, wird es schwierig. Die Herausforderungen. Sagt mal lieber Ja. Chat, wie sieht's denn aus? Wie ist denn euer Wachheitszustand? Habt ihr noch Fragen, die wir unbedingt jetzt mal nach Kanada rüberschieben sollten? Also Incadia ballert gerade noch mal alles an links raus zu dir. Dankeschön. Super lieb. Mich würde ja jetzt einfach mal so ganz neugierigerweise interessieren, wie du jetzt so deine Vorratshaltung gerade über den Winter hältst. Für wie lange bist du dich denn vor, hast du dich denn wirklich vorversorgt, falls es dich doch mal einschneit oder sowas? Ich kann, denke ich mal, 10 Tage habe ich genug zu essen hier. Was nicht ausgehen darf, ist Milch und Kaffee. Wie bei mir, sehr sympathisch. Ja, alles Deswegen. andere passt. Welche Tierchen werden sich durch Band 4 ziehen? Tierchen durch Band 4. Ich werde auf jeden Fall wieder meine zwei Hunde haben. Matt und Hazel werden da sein. Es werden sich Ziegen tummeln. Die Wildpferde werden eine Rolle spielen. Und ich denke, einige andere Wildtiere, die ich jetzt von wegen Spoiler-Alarm noch nicht Also mit verraten anderen Worten, kann. du verrätst uns noch nicht, wessen Tierkopf Den Titel. auf dem vierten Nein, Blatt ist. nein. Ja. Obwohl mir einfiel, dass ich wirklich das Schatten-Grizzly-Cover im November in den Händen hielt, weil ich mir da sehr sicher war, dass es eben der Schatten-Grizzly werden wird und stand dann weinend in meiner Küche, weil das Cover so schön war. No. Ja, also, aber da darf ich noch nicht spoilern, aber es werden doch auch wieder viele Tiere auch versuchen, die Hauptrolle zu übernehmen. Ja. Wir sind sehr gespannt.
April möchte noch wissen, wie viele Schattentiere es noch gibt, damit du weitere Bücher schreiben kannst, musst. Also es ist ja auch so, dass die Willow Ranch-Reihe sicher nicht sich ins Endlose fortziehen werde, aber ich auf jeden Fall in meinem kanadischen Setting bleiben werde. Es kann gut sein, dass ich in nächster Zukunft auf eine andere Ranch umziehen werde mit meinen Büchern. Also nicht im Also, ich wollte Leben, gerade aber fragen, ja. in welchem Rahmen? Nein, nur in dem Buchrahmen. Also ich denke, glaube mal, diese Ranch hier werde ich nicht, wollte ich schon sagen, nie wieder, aber so schnell nicht verlassen. Also das ist Heimat, Heimat. Ja, aber die Schattenpferde oder auch die Schattentiere werden sich ja nicht sehr, sehr weiter fortsetzen. Denke ich mal. Verstehe. Minilocker, schön, dass du da bist, aber weißt du was? Hi. Du bist eine Stunde zu spät. Also wir sind gerade fertig. Wir sind gerade in den letzten Zügen. Und Letzte Atemzüge. du erwischt uns nur, weil wir überziehen. Aber So viel wir zu kommen um labern haben. 22 Uhr wieder, Mini-Locker. Damit du nicht traurig sein musst, wir kommen Genau. um 22 Uhr nochmal mit den Berlin Authors wieder. Genau, um 22 Uhr sehr cool. Netzwerk Berliner Autorinnen und Autoren, bei dem ich die Freude habe, auch Teil davon zu sein. Und es Sehr wird cool. unter anderem um eine coole Anthologie gehen, die sie gerade herausgeben. Also es wird auf jeden Fall sehr cool und sehr interessant werden. Also schaltet auf jeden Fall um 22 Uhr ein. So viel ist klar. Genau. Und Ja. April sagt, deine Bücher bleiben aber in Kanada, oder? Kanada wird das Setting meiner auch folgenden Bücher und Buchreihen sein. Ja, das ist meine Leidenschaft, Faszination und Inspiration. Das Ja. beruhigt mich sehr. Und alle, die wie Miniloker zu spät kommen, ihr müsst wirklich noch mal den Anfang der Sendung hören. Der war Ich ziemlich habe cool. mir so viel Mühe gegeben und dann waren wir da noch so Barry war allein in klasse. Relation. Das geht einfach nicht. Aber ihr müsst nicht nur den Anfang der Sendung hören, denn Auswandern nach Kanada ist so ein geiles Thema. Da lohnt sich auch der Rest der Sendung zwischen hier, dem Anfang und hier. Genau, und wir haben auch schon wieder, also ich sag mal, Leute, die jetzt diese Sendung nachhören oder jetzt dabei waren, haben dann nochmal neue Ideen, was sie um 15 Uhr morgen aus uns herausquetschen können. Ja, richtig. Ja, Stimmt. um nochmal mysteriöse Andeutungen zu machen auf unseren Leak-Stream quasi. Mit den Sneak Peeks. Sneak Peek klingt besser als Leak Stream, muss ich sagen. Ja, naja, also es war als Sneak Peek geplant, Ein Sneak aber Peek irgendwie mit sammeln Leak. jetzt alle, genau, und jetzt sammeln alle wie die bekloppten Punkte, damit wir ganz viel Zeug leaken müssen. Jetzt wird es eher ein Leak Stream. Genau, Ja, ich weiß ja. nicht, ob du auf Twitch öfter mal rumhängst, aber es ist so, dass man in den Kanälen sogenannte Kanalpunkte sammeln kann. Weil Sabrina bei uns immer Kaffee aus Biergläsern trinkt, kann man hier Kaffeetropfen im Bierglas sammeln. Und die sammelt man, indem man einfach im Chat anwesend ist, indem man da fleißig mitschrettet und schreibt oder ähnliche Sachen. Und wenn man da eine bestimmte Punktzahl hat, kann man sich Belohnungen dafür erwerben. Und da guckt man danach, was kann man denn so machen. Also man kann zum Beispiel dafür sorgen, dass Sabrina Leute oder Sachen rantet. Man kann sich von mir eine Absolution aussprechen lassen für Sünden, die man begangen hat und ähnliche Geschichten. Und wenn man 15.000 Kaffeetropfen im Bierglas gesammelt hat, ja, wir dachten mal, das wäre viel und jetzt wissen wir, dass das schon x Leute zusammen haben, kann man ein Fakiro-Leak kaufen. Das heißt, dass wir irgendein unserer Projekte leaken. Wie Und cool. wir haben sehr viele. Und die haben sich jetzt in den Kopf gesetzt, über diese 2 Wochen, wie die Bekloppten diese Punkte zu sammeln, um morgen um 15 Uhr in unserem netten kleinen Sneak Peek uns an unsere Grenzen zu bringen. Die glauben ernsthaft, sie können mehr Leaks von uns Alles. verlangen, als wir preisgeben können. Und das ist jetzt so das interne Battle. Wer schafft mehr? Aha. Sehr geil. Ich habe mich hier mal wieder als Twitch-Neuling geoutet gerade, aber das ist ja super spannend. Also sehr cool. Genau, Inkadia. Morgen um 15 Uhr ist der Leak-Stream, der ursprünglich kein Leak-Stream, sondern ein Sneak-Peek-Stream war.
Ja, Ja, aber super. Incardia schrieb ja, sie kann Sneak Peek nicht richtig schreiben, deswegen schreibt sie Leak. Das ist auch eine Methode. Gute Begründung, passt. Ja, finde ich Ja. absolut Warum nachvollziehbar. sich das Leben schwer machen, genau. Ich schreibe tatsächlich Sneak Peek auch jedes Mal falsch. Ich glaube, langsam, aber sicher, ich habe das jetzt schon so oft gesagt, ich glaube, seit dieser Woche kann ich es langsam. Aber ich verwechsel immer den Part mit EE und den Part mit AE. Okay. EA. Ich schreibe einfach immer alle Parts mit EA. Nee, nee, mit EA. Oh Mann. Also, English is a very difficult language. Difficult language. Und my English is not the yellow from the egg. We had it before. Yeah. But we can end this interview the same way we started. So, thank you so much, Natasha, for being here, for enjoying us. I hope you had a lot of fun with us. It was a lot of fun. It was my pleasure to be here, and thank you for having me. Yeah, thank you for being here. So we hope we will see, read, and talk to you again very, very soon. That will be fun. I hope so too. Oh, that's interesting. We have a spam bot, an English spam bot, right at the moment we Ooh. started to talk in English. Oh, Mini Lurker said, please, it was a wonderful ending of the stream, but he wrote it in a really, really funny German way. I have to look at that later. Yeah, you definitely have to. Nice. And yes, thank you again. Enjoy your day since it's just starting. Thank you. Yes, you know. 12 o'clock in the afternoon. Yep, I have Yeah. a sunny afternoon. Our day is starting too because we enjoy starting days in the evening. So Night owls. I guess we are living in Canada just in our mind and heart, and You so are. we are living with your time and not with ours. Exactly. So it wouldn't be a problem to come here. You'd be fitting right in. Yeah, definitely. No jet lag, no problems. Easy. Nope. Just more coffee. By the way, I don't drink coffee. What? Well, we can find beer, a root beer or a tea for you. Not even this, but Oh. milk is okay, or water or Milk is something. okay. We'll find that too. Okay, so thank you so much. Enjoy your day, and don't forget us here over there in Germany. I won't. Thank you very much. And you guys outside, we will see us again at 10 p.m. So you have not even 2 hours left before we will be back. So don't forget us. See you soon. Bye. See you. Bye. Take Bye. care.